So, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity und anscheinend war die vorletzte Folge oder nee, die letzte tatsächlich in der Rohaufnahme 30 Minuten lang. Da muss ich auch nochmal gucken, das kann doch nicht sein eigentlich. Aber doch, es muss sein, denn ich sehe das hier und das ist eigentlich eindeutig. Naja, jedenfalls gibt es heute mal wieder eine Timelapse, habe ich mir gedacht. Ich wollte nicht immer das so komisch machen wie in der letzten Folge. Da ist mir nämlich wieder aufgefallen, dass ich nicht viel geschafft habe und das muss definitiv geändert werden. Deswegen denke ich mal, ist das wieder ein guter Ansatz, denn mir ist eh die Idee gekommen, ja, in dem letzten Video, was ich auch angesprochen hatte, dass ich mal die ganzen Wege neu gestalten könnte und das habe ich jetzt gemacht. Also ich bin auch einigermaßen zufrieden. Ihr könnt sehen, wie sich das jetzt langsam nebenbei entwickelt und wir sind natürlich mal wieder mit einer doppelten Geschwindigkeit unterwegs und nicht mit einer vierfachen. In Infinity habe ich nämlich keine Lust, das so aufwendig zu machen wie in Holzklotz oder ähnlichem, denn das ist schon immer heftig. Und naja, hier ist es dann eben mal eine schöne Abwechslung zu runden Folgen wie heute, ne, die 230. Da passt das immer ganz gut. Ich würde das jetzt also nicht irgendwann random zwischendurch machen, obwohl ich auch am Überlegen bin, mal wieder mehrere Folgen hintereinander sowas einzusetzen. Und dann wäre es natürlich so, dass man auch ungerade Folgen dabei hat, aber so vom Prinzip her, ne, man muss eben den Anlass irgendwie gut setzen und schauen, dass es reinpasst. Ich denke, da ist heute echt eine gute Gelegenheit hier vorhanden. Und dann kann ich auch noch ein paar Folgen danach aufnehmen. Ist ja durchaus mein Ziel, heute ein bisschen länger zu machen und mehr Folgen rauszukriegen. Jetzt habe ich dann eben nach diesem Video schon einiges geschafft, auch in-game. Also ich möchte ja nicht hier nur rumsitzen und Däumchen drehen oder, weißt du, rennen im Spiel, sondern da soll auch schon was passieren. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, was mache ich genau in nächster Zeit. Also ich habe auch überlegt, ob ich nochmal streame, zum Beispiel jetzt zwischendurch heute. Aber da dachte ich, nee, das passt auch wieder nicht so gut von der Zeit her insgesamt. Das mache ich lieber später erst. Und ja, ich muss mir dann eben was suchen, was man wieder schön nebenbei machen kann, wo man ordentlich sich auf das Gespräch noch konzentrieren kann. Eventuell im Nether habe ich auch mir gedacht, dass man da mal was farmt, denn da bin ich schon lange nicht gewesen und eigentlich wäre es mal wieder Zeit. Ich gucke aber noch auf meine To-Do-Liste vorher, um vielleicht da was rauszufinden. Da werde ich mich jetzt wohl sowieso wieder viel öfter dran orientieren, denn ich habe gemerkt, dass das schon einigermaßen hilft und man nochmal sieht, was man auch geschafft hat, ne? Das motiviert dann umso mehr, zum Beispiel jetzt hier die Stadt wieder anzugehen und die Wege. Das ist ja ein großer Punkt, der auf meiner To-Do-Liste steht. Und wenn ich den jetzt noch weiter abhake, dann denke ich mir, okay, jetzt ist das wenigstens schon, sagen wir mal, zu 80% erledigt oder so. Und dann hat man durchaus das Gefühl, okay, es geht voran. Ne, man tritt nicht auf der Stelle im Projekt. Es ist irgendwie hier was in Bewegung. Und so brauche ich das. Also deswegen habe ich auch Bock drauf, dass es so weitergeht. Und ich hoffe, dass ich zum Beispiel die Häuser auch demnächst noch platzieren kann, wenn ich mehr weiß, wo jetzt der Adam sich aufgehalten hat oder wo er vielleicht noch bauen will. Keine Ahnung, ob er hier nochmal joint. Dann kann ich ihm entsprechend auch noch ein Haus bauen. Oder natürlich Niklas Place, das fehlt noch. Mein Haus wollte ich auch bauen. Rietze wollte irgendwie noch ein zweites. Zumindest könnte man auch mal alte Gebäude, die vorhanden sind, verschönern. Da ist mir nämlich auch noch aufgefallen, naja, irgendwie auch die Häuser, die ich früher gebaut habe, sind vielleicht nicht mehr so in dem Baustil, wie ich es heute machen wollte. Und deswegen kann man das auch nochmal verbessern. Dann Shanty's Turm ist so eine Geschichte, dass man da vielleicht irgendwas modifiziert. Oder natürlich auch sein Haus, das ist ja noch längst nicht fertig. Ich habe das zwar gebaut bis zu einem bestimmten Punkt und alles schön, aber was kommt danach, ne? Ich bin jetzt immer wieder daran vorbeigelaufen, wurde daran erinnert. Deswegen ist das so eine Sache, die mir noch im Kopf ist. Aber naja, das darf man eben dann auch nicht vernachlässigen und hier irgendwie ignorieren, sondern da muss man schon schauen, dass man das wenigstens zwischendurch mal bedenkt. Aber ich bin ja schon mal zufrieden in letzter Zeit, dass ich mir wieder mehr Gedanken zu machen scheine und auch wieder mehr Lust habe, was abseits von den Holzklötzen zu starten. Also in der letzten Folge habe ich es auch schon wieder erzählt und davor sowieso, obwohl es kann auch sein, dass ich das rausgeschnitten habe, denn ich habe ja beim letzten Mal so lange aufgenommen, habt ihr ja vorhin erst wieder gehört, diese 30 Minuten Rohaufnahme. Ich dachte nämlich, es waren nur 28 oder so. Aber nee, also das ist echt immer viel. Und warum ich manchmal so viel
dann mache und entsprechend auch Material übrig haben werde, verstehe ich nicht. Denn neulich hatte ich das anders hinbekommen und eigentlich auch den Dreh rausgehabt, so wie lange ich aufnehmen muss für 10 Minuten am Ende, wenn man das dann geschnitten hat. Und deswegen ist das jetzt eigentlich wieder eine Negativentwicklung. Aber ich muss dann eben beim Schneiden das gut kalibrieren und wieder entscheiden, wie ich das mache. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt in der nächsten Aufnahme direkt einplane, kürzer zu machen, damit ich dann schon mal ja Platz schaffe dafür. Oder ja, ich muss mir noch was überlegen. Jedenfalls habe ich da schon ein Thema und da könnte es nämlich auch sein, dass ich überziehen muss, weil ich da einigermaßen viel zu reden habe. Ja, muss ich gucken. Ansonsten habe ich auch noch ein anderes Thema, wo ich aber noch nicht weiß, ob ich es heute lieber anspreche oder später. Das ist alles so ein bisschen komisch. Vielleicht nehme ich jetzt auch doch zwei Folgen am Stück auf. Das heißt, dass ich die übernächste gar nicht extra anmoderiere, sondern dann kann man es ja mal so machen, dass man einfach durchgehend redet und dann im Endeffekt schneidet danach erst. Denn heute war es eben der Grund, dass ich die Timelapse einerseits machen wollte und andererseits, dass ich auch zwischendurch, wenn ich eine Folge fertig geschnitten habe, die Rohaufnahme löschen kann. Was aber auch wieder nicht der Fall ist, wenn ich noch Material übrig habe und ich die Rohaufnahme doch noch brauche in einem zukünftigen Video. Also das ist alles immer so ein Hin und Her und am Ende kommt es eher mal anders. Deswegen muss man einfach so einen Mittelweg finden, dass man jetzt nicht alles am Stück aufnimmt, das ist schon richtig, aber man muss auch nicht klein, klein immer nach 20 Minuten einen Schnitt machen, weißt du? Sondern man kann dann, wenn man eh so lange am Stück aufnehmen will, durchaus sagen, okay, dann mache ich eben zwei Folgen jeweils hintereinander oder irgendwie was wie heute jetzt mit der Timelapse. Das passt dann eh ganz gut von der Gesamtkonstellation. Und naja, da werde ich schon meinen Weg finden, wie ich das in der Zukunft auch gestalte. Ich bin mal gespannt, wann ich das nächste Mal überhaupt aufnehme. Ich hoffe, dass ich irgendwann einfach in nächster Zeit zum Streamen komme und dann kann ich entspannt eine Folge hinterher machen. Das wäre so das Beste, statt dass ich wieder ewig warte. Denn das gefällt mir natürlich nicht. Ich habe das schon oft gesagt, wenn man immer dann so kurz vor knapp und ne, eigentlich will ich ja auch mal vorproduzieren. Das war schon das Ziel nach wie vor. Ja, muss nicht sein, wie es jetzt läuft. Aber ich werde schon noch so den Bogen rauskriegen. Ich bin froh, dass ich auch so ein bisschen Ansporn habe, anscheinend ja mal andere Wege zu testen und zu schauen, wie kann ich denn am effizientesten vorgehen insgesamt. Denn in letzter Zeit habe ich mir halt abgewöhnt, jeden Tag aufzunehmen. Ich hatte da einfach nicht mal so die Lust drauf. Habe ich auch letzte Folge erzählt. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Aber ja, fest steht, dass ich das so wahrscheinlich schon wesentlich lieber habe. Schon allein wegen des Schneidens. Ich muss nicht jedes Mal die Lautstärke neu anpassen und so weiter. Das sind ja alles diese Punkte, die ich immer wieder erwähne. Aber gut, ich gucke nochmal, ob ich mir was aufgeschrieben habe nebenbei. Denn ich hatte eigentlich ein paar Notizen gemacht, was ich in diese Folge zum Beispiel reinbringen will. Und jetzt wäre es ja noch nicht zu spät, das noch anzusprechen. Aber das ist schwierig. Also ich hatte hier was, nur das passt dann wiederum erst, wenn ich dann später aufnehme. Also da muss ich erst ein anderes Thema angesprochen haben. Und ich glaube, das hatte ich eh für eine Folge vorgesehen, in der ich auch schneide. Aber ein Thema weiß ich noch, hatte ich mir so ein bisschen überlegt, dass man das auch in der Timelapse mit unterbringen kann. Ja, aber die ganzen Sachen, die ich hier lese, eher nicht. Ich hatte mir da so ein kleines Skript schon geschrieben für die übernächste Folge oder die nächste. Ich weiß noch nicht, wie rum ich das jetzt mache. Naja, mal sehen, wie ich das alles hinkriege. Also, das ist schon manchmal eine Wissenschaft. Da muss man sich lange Gedanken machen, dass man da auf einen Nenner kommt und auch das, ja, gefühlt Richtige halt rausbekommt. Denn es ist halt auch blöd am Ende, wenn du dann irgendwas machst, nur dass es erledigt ist und dann gefällt es einem selber gar nicht, sondern man muss schon dahinter stehen können. Und deswegen war ich auch wieder so, ja, vorhin am Hin und Her überlegen, wie ich das mit dem einen Thema mache, ob ich das noch in die Folge mit reinnehme oder nicht. Also die letzte Folge war ja dadurch einigermaßen chaotisch. Kam mir eh so vor am Anfang, weil ich nicht so ganz wusste, wie soll ich jetzt sprechen. Ich habe das Gefühl schon wieder verlernt durch die lange Aufnahmepause. Aber ich bin ja da zumindest noch einigermaßen reingekommen, nur ich habe eben wieder viele andere Themen angesprochen, die ich eigentlich gar nicht wollte. Also es lässt sich halt auch so eine Aufnahmesession einfach nicht ordentlich planen, weißt du? Du musst immer eigentlich das spontan machen und darauf reagieren, was dir gerade für Gedanken in den Kopf kommen, denn sonst verlierst du den Überblick, beziehungsweise
versuchst, so alles zusammenzuquetschen, was du dir überlegt hast, irgendwann mal, als du das aufgeschrieben hast, aber wenn das schon wieder alleine ein, zwei, drei Tage her ist, ist das halt veraltet und dann musst du eigentlich das über den Haufen werfen, gefühlt, oder zumindest aufteilen auf mehrere Folgen, als du eigentlich vorgesehen hast. So kommt es mir immer vor. Das war jetzt schon öfter, als ich mir Themen aufgeschrieben habe, dass ich dann im Nachhinein mit denke, Alter, jetzt schaffe ich das ja gar nicht mehr in ein Video zu packen, weißt du? Und solche Sachen, also es ist schon manchmal alles gar nicht so einfach, will ich nur sagen. Okay, jetzt aber tschüss, ich habe schon wieder überzogen hier gefühlt mit dem Reden und deswegen bis zum nächsten Mal.